Eine Kinoleinwand. Sie ist rot. Nichts als rot. 90 Minuten lang. Der Offenbacher Künstler Herbert Hamack hat ein rotes Blatt Papier abgefilmt. Als Permanent Red im Frankfurter Museum für moderne Kunst gezeigt wurde, reagierten die Kinobesucher erwartungsgemäß ziemlich unterschiedlich. Nach kürzester Zeit sind einige Besucher weggegangen. Nach einer etwas längeren Zeit entstanden dann Situationen aggressiver Gesten zum Teil, Unverständnisrufe bis hin zu lautem Verlassen des Raumes. Und es gab nur ganz wenige Personen, die den Film bis zum Schluss eigentlich angeschaut haben. Permanent Red, ein Film, der Grenzerfahrungen provoziert. Es gibt ein Gewöhnen an eine sehr ruhige, konzentrierte Situation, fast meditative Situation. Nach einer bestimmten Zeit gibt es plötzlich sehr starke Komplementärkontraste. Das Auge kann das Rot nicht mehr festhalten. Es gibt sehr starke Violettfärbungen bis hin zu der Unmöglichkeit, das Rot weiterzusehen. Hat man diese Phase überwunden, dringt man eigentlich in eine räumliche Atmosphäre vor, die ein meditatives Moment eigentlich enthält. Und ich denke, das wollte Hamack auch damit erreichen, dass der Betrachter nicht das Rot sieht, sondern in einen roten Raum vordringt und sich seinen Assoziationen eigentlich freien Lauf gibt. Rot, die ganz besondere Farbe. Die erste Farbe, der der Mensch einen Namen gab. Rot löst mehr Assoziationen aus als jede andere Farbe. Worin liegt das besondere Geheimnis der Farbe Rot? Für mich zumindest ist das Geheimnis der Farbe Rot, dass auf der einen Seite die Farbe der Liebe ist. Es hängt mit Erotik, Liebe, Näherkommen zusammen. Und auf der anderen Seite ist die Farbe der Aggression. Die Farbe, die auch Stopp sagt, die Farbe, die angreift. Und diese Spannung, die finde ich, macht das Geheimnis von Rot aus. Rot ist eben einfach die Farbe, die am lebendigsten ist. Die Farbe, die am meisten Leben vermittelt. Früher, als es noch keine chemische Industrie gab, war es äußerst zeit- und arbeitsaufwendig, die Farbe Rot herzustellen. Auf der kanarischen Insel Lanzarote wird noch heute, wie im Mittelalter, natürlicher roter Farbstoff produziert. Aus Läusen, den sogenannten Cochineas. Die nicht einmal erbsengroßen Cochinilla-Läuse werden auf Blättern von Kakteen gezüchtet. Im milden Klima der Atlantikinsel vermehren sich die Tierchen Tag für Tag um das Doppelte. Die Läuse legen Eier, die mit einem roten Saft gefüllt sind. Auch aus anderen Läusen wurde früher rote Farbe hergestellt, aus den Kermesläusen. Die saugen sich an der Kermeseiche fest, einem strauchartigen Baum, der in Südeuropa heimisch ist. Bis zu viermal im Jahr werden auf Lanzarote die Cochinillas geerntet. Nur ein paar hundert Gramm Läuse kratzt jeder Landarbeiter an einem Tag zusammen. Aber die Mühe lohnt sich.
Das ist das beste Rot, das es überhaupt gibt. Früher hat man Wolle damit gefärbt, heute verwendet man den Farbstoff für Lippenstifte und Campari. Er ist so gut, weil er absolut natürlich ist. Diese Farbe enthält überhaupt keine giftigen Bestandteile. Es hängt sehr vom Wetter ab, wie viel Cochinillas wir jährlich ernten können. Wenn wir durchschnittliches Wetter haben, also 20 bis 22 Grad, produzieren wir hier auf Lanzarote 12.000 bis 15.000 Kilo im Jahr. Durch Schütteln in einem Sieb werden die Läuse getötet und anschließend zwei Wochen lang getrocknet. Zu Pulver zermahlen und zu Farbe verarbeitet werden sie in Fabriken außerhalb von Lanzarote, vor allem in Nordspanien. Im 16. Jahrhundert brachten spanische Seefahrer die Cochinillas nach Europa, aus Südamerika, wo schon die Maya ihre Kleider mit dem Farbstoff der Läuse gefärbt hatten. In Europa wurde rote Farbe auch aus der Purpurschnecke gewonnen. Aus deren Drüsen presste man die Farbe heraus, die Schnecke ließ dabei ihr Leben. Doch das Purpurrot galt als unbegrenzt haltbar und extrem lichtbeständig, strahlte schön wie keine andere Farbe, wurde zum Symbol von Macht und Reichtum. Bis zur Französischen Revolution kleideten sich kirchliche und weltliche Fürsten in Purpur. Seit jeher war Rot die Farbe der Justiz. Blut wurde mit Blut gesühnt, Todesurteile mit roter Tinte unterschrieben und im Mittelalter trugen nicht nur die Richter, sondern auch die Henker Scharlachrot. Bis heute sind die Roben der höchsten Richter beim Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht rot. Immer war es sehr teuer, Rot herzustellen. Und deswegen... Warum war es so teuer? Weil die Ausbeute so gering ist. Die Ausbeute ist ausgesprochen gering. So zum Beispiel im Mittelmeer ist quasi die Purpurschnecke ausgerottet worden, weil man so viele brauchte, um dann etwas rot färben zu können. Und es war auch ein Aufwand, der sehr lange dauerte. Um zu verdeutlichen, wie aufwendig das war, Farbstoffe zu machen. Also um 1,4 Gramm Purpur zu bekommen, damit können Sie 100 Gramm Wolle färben, mussten 12.000 Schnecken ihr Leben lassen. Das heißt, es ist ganz klar, dass Purpur in einem Atemzug genannt wurde mit Gold und Silber. Für Goethe, den in seiner umstrittenen Farbenlehre die Empfindungen beim Betrachten von Farben interessierten, war Rot die schönste aller Farben, der Zenit. Doch was genau ist eigentlich Rot? Außer einem Lichtstrahl mit einer ganz bestimmten Wellenlänge. Es gibt nicht die Farbe Rot, die gibt es gar nicht. Sondern es gibt in der Vielfalt aller Farben einen großen Bereich von Farben, den wir rote Farben nennen. Das ist ein Bereich zwischen Orangerot und Magentarot bis hin zu einem Bordeauxrot, zu einem verschwärzlichten Rot. All diese Farben nennen wir Rot. Wenn wir über Rot reden, müssen wir über 10.000 Rottöne reden. Es gibt ein wunderbares Ochsenblut, wie bei chinesischem Porzellan, das ist schon mal gleich zum Niederknien. Und es gibt ein Orange-Rot, das immer billig aussieht. Und dann gibt es ein wunderbares Hellrot und dann gibt es das Rot in der Natur, über das wir nun tagelang reden können, weil das eben unbeschreiblich schön ist. Selbst bei abgenutzten roten Rosen sind wir manchmal völlig hingerissen, weil es eben so schön ist. Das hängt dann wiederum zusammen, dass das nicht ein Rot ist, sondern in einem Blütenblatt sind 20 Rots, die dann ein wunderbares Rot oder einen Zusammenklang von wunderbaren Rots ergeben. Vor allem in Verbindung mit Grün steht Rot für das Leben. Thank you.
Rot soll uns zum Kauf verführen. Rot erweckt Aufmerksamkeit, auch im Straßenverkehr. Stopp, gebietet uns die rote Ampel. Und das Rot auf den Straßenschildern warnt vor Gefahren, verbietet das Halten oder die Weiterfahrt. Rot besitzt einen viel größeren Aufmerksamkeitswert als alle anderen Farben. Ein Grund scheint mir darin zu liegen, dass Rot die seltenste Farbe ist, der wir begegnen. Nicht in der Natur begegnen wir in unseren breiten Graden viel der Farbe Grün. Oder denken Sie an einen Regen- oder einen Nebeltag, es ist alles grau. Oder wenn Sie in der Wüste sind, dann ist es braun bis beige. Die Farbe Rot ist etwas Besonderes und fällt natürlich deswegen auch besonders auf im Allgemeinen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass Farben ja auf den Körper wirken, nicht nur dadurch, dass Farbempfindungen produziert werden, sondern es werden auch andere physiologische Prozesse ausgelöst und man hat also die Erkenntnis, dass die Farbe Rot den Kreislauf schneller zum Drehen bringt. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Farbe Rot besonders beachtet wird, eine besondere Stellung einnimmt. Ja, weil es am meisten aufregt. Also ich könnte jetzt hier Verpackungen aufbauen, gleichen Inhalts, gleicher Qualität. Ich hätte eine grüne, eine rote, eine gelbe und was der Kuckuck was. Und würde sagen, so würde ich Ihnen eine Versprechung machen. In irgendeiner ist irgendwas ganz Tolles. Und Sie müssten schnell entscheiden, nicht nachdenken dürfen. Sie würden sicher zur Roten greifen. Das, weil es Sie am meisten anmacht. Rot ist so stark, weil es archetypisch, das kann man sagen, wahrscheinlich so ist es unserer Seele eingeboren, dass wir auf Rot einfach reagieren müssen. Das sieht man schon als Kinder. Kinder greifen nach Rot. Nach jedem roten Gegenstand greifen Kinder sofort. Rot hat sozusagen eine Signalwirkung. Hier nehme ich. Und ich denke mir, dass es damit zusammenhängt, Rot bringt die Assoziation mit Blut. Blut als halt eben sowas ganz Besonderes für den Menschen, dieser Lebenssaft, der besondere Saft. Das Blut ist der Stoff des Lebens und die Symbolik des Blutes wurde auf die Farbe Rot übertragen. Das Herz wird immer rot dargestellt. Rot gilt als die Farbe der Stärke, die Farbe des animalischen Lebens, im Gegensatz zu Grün der Farbe des pflanzlichen Lebens. Die Begriffe Blut und Rot hängen in manchen Sprachen unmittelbar miteinander zusammen. Bei den Eskimos bedeutet Rot wörtlich übersetzt wie Blut. Blut wurde vielerlei Wirkungen zugeschrieben. Es sollte heilen und stärken. Im Blut besonders kräftiger Tiere wurden früher Neugeborene gebadet. Römische Gladiatoren tranken das Blut aus den Wunden ihrer sterbenden Gegner, damit sich deren Kräfte auf sie übertrugen. Und die Griechen bestatteten ihre Toten mit frischem Blut, damit sie im Jenseits weiterleben. Rot ist die Farbe der Leidenschaft, die unser Blut in Wallung bringt. Das Blut steigt uns zu Kopf und wir werden rot, wenn wir verliebt sind. Wir werden rot, wenn wir verlegen sind. Zornesröte verfärbt unser Gesicht, wenn wir aufgeregt sind. Und wer die Beherrschung verliert, wer ausrastet, sieht rot. Die Farbe des Blutes ist also auch die Farbe der Aggression, die Farbe des Krieges. Viele Armeen waren bis Ende des letzten Jahrhunderts in Rot gekleidet. Rot demonstrierte weithin sichtbar die Kampfkraft der Soldaten. Uralt, wie die Assoziation der Farbe Rot mit Blut, ist die Assoziation mit Feuer. Aus Feuer, aus heißer Glut ist die Erde entstanden.
und jeder kennt die Angst, dass sie eines Tages wieder im Feuer untergeht. Feuer spendet Wärme und deswegen empfinden wir Rot auch als warme Farbe. Rot ist ja auch eine Farbe, die Wärme gibt. Und so kann man auch sehen, so bei nordischen Kulturen wird Rot immer ganz positiv gesehen. Und bei mehr südlichen Kulturen wird mehr der negative Aspekt des Roten gesehen. Weil die nordischen Kulturen brauchen mehr die Wärme. Wohingegen bei der südlichen Kultur ist es dann halt auch ein zu viel an Wärme. Rot ist das Feuer, das die Kälte vertreibt. So streichen in den skandinavischen Ländern viele Menschen ihre Holzhäuser mit Vorliebe Ochsenblutrot an und holen sich so, wenigstens symbolisch, ein bisschen Wärme in ihr kaltes Land. In heißen Regionen dagegen gilt Rot als Inbegriff alles Bösen und Zerstörerischen. Quell des Lebens ist auch die Sonne. Rot scheint sie am Beginn und am Ende eines Tages. Ohne die wärmespendende Sonne würden keine Pflanzen wachsen, würde kein Leben gedeihen, herrschte Nacht auf der Erde. Rot steht an der Grenze immer zur Finsternis. Also ist die aufgehende Sonne, die untergehende Sonne ist rot. Und das macht es auch ganz besonders. Mit Rot fängt das Licht an und mit Rot hört das Licht auf. Wenn man sich das mal so vorstellt, die Urgesellschaft, da war es wahrscheinlich eine Freude, dass wieder die Sonne kam. Und dann auch die Angst, dass die Sonne unterging und dass jetzt die Dunkelheit kam. Und das sind ganz besonders starke Gefühle, die einfach so auch in der Natur dann wieder gespiegelt werden. In Chemiefabriken, die so riesig sind wie mittlere Großstädte, werden Farbstoffe heute künstlich produziert. Früher wurden fast alle Stoffe mit Farben gefärbt, die mineralischen Ursprungs waren oder aus Pflanzen und Tieren gewonnen wurden. Doch längst lassen sich all diese natürlichen Farbstoffe im Labor chemisch herstellen. Aus Farbpigmenten, Bindemitteln, Lösemitteln und verschiedenen Hilfsstoffen werden Farben produziert. Rote Farbe unterscheidet sich, was die chemische Zusammensetzung angeht, überhaupt nicht von anderen Farben. Schätzungsweise rund 500.000 verschiedene Farbrezepturen gibt es auf der Welt und genauso viele verschiedene Töne auf der Farbskala. Synthetisch hergestellte Farbstoffe besitzen niemals die brillante Leuchtkraft von Farbstoffen aus der Natur, sagen die Anhänger von natürlichen Materialien. Sie sind aber waschfester, lichtbeständiger und damit haltbarer als natürliche Farbstoffe, sagen die Chemiker. Der Siegeszug der synthetischen Farbstoffe begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Durch einen Zufall entdeckte der englische Chemiker William Perkin den ersten Anilinfarbstoff. Eigentlich hatte er Chinin, ein natürliches Heilmittel gegen Fieber und Malaria, synthetisch herstellen wollen. Doch Perkin erhielt eine violette Lösung und fand heraus, dass man damit Wolle und Seide färben konnte. Andere Forscher in ganz Europa entdeckten weitere Farbstoffe. Und schon wenige Jahre später wurden die ersten Farbfabriken gebaut. Die synthetischen Farbstoffe verdrängten die natürlichen. Hier ist Rot die Farbe der Liebe. Traditionell schenkt man der Angebeteten rote Rosen als Zeichen der Zuneigung.
und schon ewig lockt das Weib den Mann mit rot lackierten Nägeln ebenso wie mit rot geschminkten Lippen. Rot gilt als geil und anziehend und wird zur Signalfarbe der Verführung. Rot steht für Verruchtheit und Verderbtheit, wird zum Symbol der teuflischen Gelüste. Schon in der Bibel waren die Huren Babylons rot gekleidet und im Mittelalter erkannte man die Damen aus dem horizontalen Gewerbe an roten Schleiern oder roten Mützen. Rot und Schwarz sind die Farben eigentlich der Erotik in auch allen Kulturen. Rot und Schwarz zusammen hängt mit der Unterwelt zusammen. Und Unterwelt ist auch der untere Teil des Körpers. Da, wo die Lust ist, da ist Rot und Schwarz. Das verrufene Rot des Red Light Districts ist rot wie die Unterwelt, wie das brennende Feuer der Hölle. Und höllisch schnell sind auch jene italienischen Autos, die fast immer rot lackiert sind. Ferraris. Rot wirkt aggressiv. Fahrer eines roten Ferraris erwarten, dass man ihnen den Weg frei macht. Über 90% aller jemals gebauten Ferraris haben das Werk rot lackiert verlassen. Seit den frühen Jahren des Automobilrennsports ist Rot die Farbe italienischer Rennwagen. Doch das eher zufällig. Um die Autos verschiedener Nationen bei einem Rennen besser unterscheiden zu können, ordnete eine Kommission bestimmten Ländern willkürlich bestimmte Farben zu. Rot für Italien, Grün für England, Blau für Frankreich und Weiß, das später von Silber abgelöst wurde, für Deutschland. Doch nur das Rot Italiens wurde zum Mythos. Ganz anderes Rot ist das Rot des Sozialismus. Paraden mit einem Meer von roten Fahnen demonstrierten die geballte Macht der kommunistischen Regimes von China und der Sowjetunion. In der russischen Sprache gehört Rot zur gleichen Wortfamilie wie schön, gut, wertvoll, heldenhaft. Die Roten sind zugleich die Guten. Der Rote Platz in Moskau ist auch der schöne Platz und die Rote Armee die heldenhafte Armee. Seit sich die Jakobiner 1792 rote Mützen aufsetzten und die rote Fahne zu der ihren erklärten, gilt diese als Symbol der Freiheit. Die Jakobiner waren ja diejenigen, die Galeerensträflinge befreit haben. Und es war sicherlich so die Provokation, wir haben halt jetzt die Macht, die auch der Adel hat. Wir maßen uns an, diese Farbe des Adels und auch des Geldadels, der sich immer in Rot demonstrierte, die einfach zu nehmen. Und man wollte ja für die Unterdrückten kämpfen. Das war ja so, die erste rote Fahne ist ja entworfen worden, als die Befreiung der Galeerensträflinge anlag und wurde dann auch mit revolutionären Sprüchen beschrieben. Und das war dann halt so die rote Fahne, das sagten, also hier, wir stellen dem eine gleiche Macht entgegen. Und daher wurde Rot gewählt und dann natürlich auch Rot als aggressive Farbe. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Als revolutionäre Farbe ist Rot auch das Aggressive. Während der russischen Revolution wurde die rote Fahne das Banner des Sozialismus und Kommunismus. Sprichwörtlich ist das rote Tuch, das den Stier beim Kampf erregt. Doch in Wirklichkeit macht nicht das Rot den Stier wütend, sondern es sind die Bewegungen des Toreros und die Stiche der Lanzen. Das Tuch könnte statt Rot auch blau oder grün sein. Denn ebenso wie die meisten anderen Tiere kann der Stier Farben längst nicht so differenziert wahrnehmen wie der Mensch. Die Stellung der Farbe Rot in der Gesellschaft spiegelte sich bis zum Beginn unseres Jahrhunderts ungebrochen in der Malerei. Rot waren in den Bildern der alten Meister vor allem die Insignien der Macht
oder das Feuer der Hölle. Erst mit dem Expressionismus gewann Rot eine neue, eigene Bedeutung. Eine neue Epoche brach in der Mitte des 20. Jahrhunderts an, als Künstler mit der Monochromie, der Einfarbigkeit, zu experimentieren begannen, wie Yves Klein mit seiner Farbentrias oder Barnett Newman. Diese Bilder forderten, sich intensiv mit einer einzigen Farbe auseinanderzusetzen. Besonders denke ich an Barnett Newman, der die Farbe Rot in großformatigen Leinwänden thematisiert hat und zu einer emotionalen Größe gesteigert hat. Also die großflächigen Arbeiten etwa der Berliner Nationalgalerie Who's Afraid of Red, Yellow and Blue bedrängt den Betrachter. Sie stürmt auf den Betrachter ein, sie versucht ihn in einen räumlichen und emotionalen Zusammenhang hineinzuziehen, und je nach psychischer Bedingtheit des Betrachters kann es zu Distanzsuche kommen, das heißt der Versuch zu entkommen, oder aber man stellt sich der roten Farbe und es kommt zu verschiedenen physiologischen Reaktionen, Komplementärkontrasten, bis hin zu einem fast nicht mehr aushaltbaren Wahrnehmungsfeld von roter Farbe. 1991 erklärte ein Zeitgeist-Magazin die 90er Jahre zum roten Jahrzehnt und verkündete, Rot liegt voll im Trend. Doch die Farbe Rot ist über alle Trends erhaben, denn sie stand am Anfang unseres Planeten.